Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine und wie ihr seht, habe ich hier ein neues Setting. Ich habe nämlich gerade mein Wohnzimmer renoviert und normalerweise war es ja die ganze Zeit so, dass ich eine triste, cremefarbene Wand hinter mir hatte. Das lag aber auch daran, dass mein Bücherregal immer noch nicht angekommen ist und dort, wo mein Bücherregal, mein altes, aktuell steht, ist super schlechtes Licht, da kann ich nicht filmen, da müsste ich die Kamera aufs Bett stellen und ja, ihr versteht das Problem. Jetzt habe ich das Wohnzimmer neu gestrichen und habe eine neue Couch, die auch sehr bequem ist. Wie man sieht, wird sie sogar vor dem Hundekorb genutzt. Ja, und hier in die Ecke quasi kommt dann jetzt ein neues Bücherregal. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Soll ich einfach hier auf meiner bequemen Couch filmen, mit diesem wunderschönen bärenfarbenen Hintergrund und der wunderschönen Couch? Oder soll ich meine Videos vor dem Bücherregal filmen? Aber das hier ist gerade so wunderschön harmonisch. Irgendwie gefällt mir das hier gerade, auch wenn ich auf dem Boden sitze. Das dürft ihr mir gerne in den Kommentaren verraten, was ihr schöner finden würdet. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil des Videos. What I read next. Könntest du bitte aufhören, deine Füße zu knabbern? Hey, keine Füße knabbern, das nervt. Das ist ein furchtbar nerviges Geräusch. Ja. Ihr wisst denn. Ihr wisst denn. Oh, schön. Schön in die Nase fast. So, kommen wir zum richtigen Teil des Videos. What I read next. Also, sprich, ich stelle euch wieder 4 Bücher vor, die ich im nächsten Monat, sprich im November, lesen möchte. Ja, ich habe mir hier 4 rausgesucht. Wie immer sind es 2 von meinem Stapel der ungelesenen Bücher und 2 von meiner 21 für 21 Liste. Ich verrate euch auch wie immer nicht, welches davon auf meiner 21 für 21 Liste ist, damit ich das Ergebnis nicht beeinflusse. So, Buch Nummer 1. Rosie Walsh, ohne ein einziges Wort. Das Buch habe ich, seit es rauskam, glaube ich, auf meinem Sub liegen. Ich habe es mir direkt zum Release gekauft. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich es nicht direkt gelesen habe. Aber ich habe es nicht getan. Und irgendwie geriet es dann in Vergessenheit. Und ja, da liegt's gut. Ich lese euch jetzt mal den Klappentext vor, damit ihr auch wisst, um was es geht. Wie gesagt, ich habe die Bücher alle noch nicht gelesen. Bei manchen weiß ich natürlich, um was es geht. Aber ich lese euch einfach den Klappentext vor und dann machen wir weiter. Stell dir vor, du begegnest einem Mann, einem wundervollen Mann und verbringst 7 Tage mit ihm. Du bist dir sicher, das ist die große Liebe und es geht ihm genauso. Zweifellos. Dann muss er verreisen und verspricht, sich auf den Weg zum Flughafen zu melden. Aber er ruft nicht an. Er meldet sich gar nicht mehr. Deine Freunde raten dir, ihn zu vergessen. Doch du weißt, irgendwas muss passiert sein. Es muss einen Grund für sein Verschwinden geben. Nun stell dir vor, du hast recht. Es gibt einen Grund, aber du kannst ihn nicht ändern. Denn der Grund bist du. Spannung, Spannung, Spannung. Ja, erst habe ich gedacht, vielleicht ist es auch irgendwie so mit ein Buch mit Krimi-Elementen, dass dem irgendwas passiert wäre, aber dann steht unten drunter, der Grund bist du. Dann dachte ich so, okay, da gibt es wahrscheinlich eine Geschichte über 5 Ecken, warum sie nicht oder er nicht mit ihr zusammen sein kann. Lana? Das nervt. Das nervt. Sind sie nicht süß? Man liebt sie. Und trotzdem nerven sie. Wie das eigene Kind. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ja, das wäre Buch Nummer 1, Rosie Walsh, ohne ein einziges Wort. Dann kommen wir zu einem Buch, das gerade auf Bookstagram sehr, sehr populär ist, nämlich Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout. Ich glaube, ich habe erst ein Buch von Jennifer L. Armentrout gelesen. Das hat mich nicht begeistert. Das war dieses Und morgen lieb ich dich für immer. Ja, das konnte mich irgendwie nicht so begeistern, aber das ist ja auch ein ganz anderes Genre. Und das hier klingt zumindest so von dem, was ich weiß, dass es
mir auf jeden Fall sehr gut gefallen wird. Obwohl die Meinungen da auch auseinandergehen, weil manche sagen, es hat sie total geflasht und es ist ihr Jahreshighlight. Und manche sagen, der Hund nervt mich. Und manche sagen, ja, sie können den Hype einfach nicht verstehen. Ja, bin mal gespannt, wozu ich zählen würde, da ich so ein Suchtopfer bin und so ein schnell zu begeisternder Mensch, denke ich doch, dass mir das Buch gut gefallen wird. Ich weiß, viele von euch wissen, um was es geht und haben es vielleicht auch schon gelesen, aber ich lese euch trotzdem jetzt den Klappentext noch einmal vor. Poppy ist die Auserwählte. Sobald sie den Segen der Götter erhält, ist sie die Einzige, die zwischen dem Königreich Solis und einem dunklen Feind steht. So will es die Prophezeiung. Doch das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, mit ihr sprechen oder sie berühren. Als der charmante Hawk ihr neuer Leibwächter wird, ahnt Poppy noch nicht, dass sich ihr Schicksal und das des ganzen Königreichs für immer verändern wird. Ja, Band 1 der, ich weiß gar nicht, wie die Saga oder die Reihe heißt, Band 1 der Reihe auf jeden Fall. Das zweite kommt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres. Von daher habe ich es jetzt die ganze Zeit noch ein bisschen vor mir hergeschoben, es erst gegen Ende des Jahres zu lesen, damit einfach die Wartezeit bis zu Band 2 nicht zu groß wird. Ja, Buch Nummer 2, Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout. Buch Nummer 3 ist lustigerweise heute Morgen erst bei mir eingezogen. Okay, da könnt ihr euch jetzt vielleicht denken, dass dieses Buch nicht auf meiner 21 für 21 Liste stehen wird. Wobei ich, als ich die Liste erstellt habe, auch Bücher berücksichtigt habe, die erst im Laufe des Jahres erscheinen werden. Ja, aber dieses gehört nicht dazu, das kann ich verraten. Ich spreche nämlich von Layla von Colleen Hoover. Und wie ihr in meinem Video zu Verity gesehen habt, hat mich dieses Buch total gefesselt und ja. Layla soll auch in die Richtung gehen, sprich fesseln, faszinieren, schockieren, entsetzen. So alles Positive wie Negative soll dieses Buch genauso machen. Auch hier gehen die Meinungen wieder auseinander. Manche sagen, ja gut, es ist nicht so gut wie Verity. Manche sagen, doch, es ist vergleichbar mit Verity. Aber ich, werde berichten, wenn es soweit ist. Und der Sticker muss definitiv auch erstmal ab. Ihr wisst, ich hasse diese Sticker, aber ja, was willst du machen? Eigentlich wollte ich mir das Buch auch schon am Samstag in Frankfurt kaufen. Da war ich ja mit ein paar Mädels auf dem Blogger-Treffen. Da waren einmal Ninjas Wonderland, dann war da Märchenhaftes, dann war da Bücherliebe 2. Die Geschichte soll sie euch aber mal selbst erzählen, warum sie Bücherliebe 2 heißt. Dann war da Janas Büchertraum und dann war da ich. Und dann war noch eine Freundin von Ninja dabei, die aber nicht in der Buchblogger-Szene ist. Und eigentlich wäre noch meine Ramona von Ramona Lies dabei gewesen, aber sie konnte leider nicht. Schade, schade, schade. Auf jeden Fall, was ich euch erzählen möchte oder erzählen wollte. Wir waren zuerst bei Hugendubel, haben dort Das Reich der Sieben Höfe 5 gekauft, das eigentlich ja mit der Chest of Fandoms hätte kommen sollen, die aber wegen Verzögerung einfach nicht kommt. Ja, also haben wir beschlossen, uns das Buch einfach vor Ort zu kaufen. Da wir aber dort direkt hin sind, wollten wir jetzt nicht den ganzen Tag 3 Kilo Bücher durch die Gegend schleppen und dann dachten wir, ach, da hinten ist, glaube ich, noch ein Thalia. Dann gehen wir jetzt erst nur das Buch kaufen, weil wir das haben wollen und danach springen wir gegen Ende nochmal zu Thalia und kaufen dort noch die restlichen, zum Beispiel Layla oder Layla wollte ich halt unbedingt noch kaufen. Ja, der Thalia war dann aber nicht mehr da. Que pasa? Ja, habe ich halt nur ein Buch gekauft an dem Tag, bin ich eben günstig davon gekommen. Soll auch passieren. Ist für meinen Geldbeutel jetzt auch nicht so schlimm und für meinen Sub auch nicht. Aber ich lese euch jetzt trotzdem mal vor, um was es in dem Buch geht, damit ihr auch Bescheid wisst, warum ich es kaufen wollte. Da-da-da-da. Laylas einziger Fehler war es, sich in mich zu verlieben. Eine unfassbar intensive, schier verstörende Amour-Fou von Bestseller-Autorin Colleen Hoover. Gänsehaut und Emotion garantiert. Dum-dum-dum-dum. Und da vorne ist noch ein Klappentext, den lese ich euch auch vor. Wie weit bist du bereit, für die große Liebe zu gehen? Auf der Hochzeit von Laylas Schwester lernen sie sich kennen und lieben. Gesundheit!
Leeds. Leeds, der seinen Lebensunterhalt als Musiker verdient, und Lila. Es ist eine Amour-fou bis zu dem Tag, an dem Leeds eifersüchtige Ex-Freundin versucht, Lila zu erschießen. Tududum. Danach ist Lila nicht mehr sie selbst. Um die Beziehung zu retten und Lila zu stabilisieren, mietet Leeds das Haus, in dem sie sich kennengelernt haben. Doch dort scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Lailas Zustand verschlechtert sich zusehends, so sehr, dass Leeds zu außergewöhnlichen Mitteln greifen muss, damit ihr beider Leben nicht völlig außer Kontrolle gerät. Buch Nummer 3. Lila. Buch Nummer 4. Die Nacht der Acht von Philip Leroy oder Leroy. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Dürft ihr mir keiner verraten, wenn ihr es wisst. Ja, das Buch habe ich bei einer Aktion von Carlsen, ich sag mal, gewonnen. Und zwar gab es Anfang des Jahres eine Aktion von Carlsen, die auch die Nacht der Acht hieß. Und da durften verschiedene Blogger in ganz Deutschland Tüten mit Büchern und Werbematerial und einem Brief in verschiedenen Städten verteilen. Ja, und die liebe Ninja hat das in Saarbrücken gemacht. Und ich glaube, die Lea von Liberiarium hat es in, schlag mich, Leverkusen gemacht? Glaube ich. Auf jeden Fall irgendwo bei ihr da oben in der Ecke. Ich glaube, es war Leverkusen. Ja. Und ja, dann haben wir uns halt aufgemacht nach Saarbrücken und waren Tüten suchen. Sie hat dann in ihrer Instagram-Story so verschiedene Hinweise gegeben. Zum Beispiel ein Foto von dem Saarbrücker Staatstheater. Und ja, so sind wir halt da rum und haben die Tüten gesucht in Gelsenkirchen. Das war echt witzig. Ja, ich lese euch jetzt aber einfach mal den Klappentext vor, damit ihr auch wisst, um was es in dem Buch geht. Das Wochenende ist in Sicht und die Acht, wie sich die Clique des Kunst-Lycées nennt, Lycées, wollen wieder zusammen trinken und feiern. Dieses Mal können sie die Nacht in der schicken Villa von Quentins Eltern verbringen. Völlig abgeschieden in den Bergen und damit es nicht langweilig wird, gilt als Motto des Abends, wer sich erschreckt, muss trinken. Klar, dass sich die Acht gegenseitig gruselige Streiche spielen. Doch aus Spaß wird schnell bitterer Ernst. Im Garten erscheinen dunkle Gestalten, im Haus passieren merkwürdige Dinge, die Telefonleitung ist plötzlich tot und täglicher Kontakt zur Außenwelt abgeschnitten. Was ist inszeniert, was ist echt? Das hat mich ein bisschen an ein PlayStation-Spiel erinnert, dass man ein Freund von mir gespielt hat. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es heißt. Wenn es mir wieder einfällt, ich verlinke es euch hier unten oder ich google mal danach. Da sind auch so ein paar Jugendliche in einer Berghütte und spielen sich Streiche und irgendwie passieren merkwürdige Dinge und ja. Eventuell der eine oder andere kommt um. Also es ist so ein Spiel, wo du so Entscheidungen treffen musst und gegebenenfalls überleben am Schluss auch alle. Und ich glaube, bei ihm sind fast alle gestorben. Egal. Die Nacht der Acht von Philip Leroy wäre dann Buch Nummer 4. So, ihr Lieben, das waren meine 4 Bücher für den November. Ihr dürft jetzt wieder fleißig in die Tasten tippen und mir dabei helfen zu entscheiden, welches Buch ich auf jeden Fall im November lesen soll. Die Auflösung gibt's natürlich wie immer auf Instagram. Ich sollte dafür vielleicht mal ein Instagram-Highlight anlegen, damit ihr auch immer seht, welches Buch es tatsächlich wurde. Oder ich verpack's einfach als Post. Dann müsst ihr einfach meine Posts im Auge behalten. Ja, ich glaube, so mache ich es auch. Ich habe ja das Ganze erst letzten Monat ins Leben gerufen. Von daher, ja. Letzten Monat wurde es übrigens Scherbenthron und das Buch habe ich gestern Abend beendet. Ja. Ich habe es am Anfang vom Monat nicht geschafft, aber ich habe es tatsächlich in diesem Monat gelesen. Challenge erfüllt. Das war's von mir. Ich hoffe, ich packe es auch nächsten Monat. Und jetzt würde ich sagen, höre ich auf zu reden und entlasse euch ins Wochenende. Bis bald! Mhm.